Sie haben ja heute hier ein tolles Seminar von Harald Psarides erlebt und haben sicherlich viele Eindrücke noch rausgenommen. Wie fanden Sie das Seminar? Begeisternd, herausragend und erlebenswert. Und was nehmen Sie für sich persönlich mit nach Hause vom Seminar? Die feste Überzeugung, dass der Glaube an sich selbst und an die Ergebnisse, die man erzielen kann, das Entscheidende im Leben ist und dass man einfach den Schritt tun muss, ja, mit seinen Ängsten arbeiten muss und dann ist eigentlich alles möglich im Leben. Das klingt übrigens sehr gut. Wie inspiriert Sie Harald Psarides? Auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Ich habe die Ehre gehabt, ihn vor, glaube ich, fast 14 Jahren als meine erste Führungskraft kennenzulernen und das Erlebnis damals war so beeindruckend, dass ich den Kontakt nie verloren habe. Und wenn er heute hier über Leadership spricht, dann kann ich mir keinen besseren vorstellen, für mich ganz persönlich, denn für mich ist er das Beispiel eines Leaders schlechthin. Also ich habe immer aufgeblickt zu ihm und es ist einfach toll, ihn auch so live zu erleben. Und was zeichnet ihn persönlich aus? Dass er alles, von dem er spricht, aus meiner Sicht selbst erlebt hat, selbst gelebt hat. Und es 100% authentisch ist. Nichts davon wird gekünstelt oder angelernt oder irgendwie antrainiert, sondern das, was er sagt, ist das, was er die letzten Jahrzehnte getan hat. Und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das hat er schon vor Jahrzehnten gemacht. Er hat so mit seinen Mitarbeitern gearbeitet und hat so junge Menschen zu außergewöhnlichen Leistungen befähigt. Also ich denke, in die gleiche Kerbe drückt sich ja auch die Übung mit dem Brett. Die haben Sie sicherlich dann schon mal gemacht. War das für Sie heute trotzdem nochmal neu wieder ein Erlebnis? Absolut. Ja. Und das ist für mich auch genau das, worum es eigentlich beim Führen geht und das, warum ich dieses Seminar auch so für wichtig halte und hoffe, dass noch viele, viele, viele andere Führungskräfte in Österreich dieses Seminar nutzen werden. Es geht nicht darum, Mitarbeiter zu zwingen oder ihnen zu zeigen, wie etwas geht, sondern es geht darum, sie zu befähigen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und so großartige Mitarbeiter zu haben, die einem selber auch zum Erfolg verhelfen. Niki, ich bedanke mich für das Interview. Ich danke schön.